Oxygen Not Included natürlich wieder in unserer Hoffnungskolonie. Es geht weiter hier. Jo. So, wir haben das letzte Mal dann begonnen hier mit der gekühlten Landeplattform hier, ne? Jetzt natürlich dran weiterarbeiten. Ist noch nicht ganz fertig, ja. Und dann hat uns natürlich ein schreckliches Ereignis mal wieder eingeholt. Ja, das ich eigentlich nicht erwartet hatte. Und da, wo ich natürlich komplett Schuld drauf habe, ja, es war einfach ein Unfall, ne? Sagen wir, es war ein Unfall. Damit ist das Thema erledigt. Ja, okay. Gut, jetzt muss ich mal wieder an die Sternkarte kurz gucken. Ja, da ist, da können wir wieder hinfahren. Artefakt nachladen, 72 Zyklen, aha. Habe ich noch nicht gewusst. Ist das neu oder war das schon immer? Das Artefakt hier drin, es muss 72 Zyklen lang wieder nachladen, bis da Neues kommt. Naja gut, okay. Wir könnten aber doch einmal jetzt auch... Ich habe mir mal das hier angeguckt. Ja, wobei, das Eis brauchen wir gar nicht, was da rumgammelt. Ah, schimmernd. Ja, höchstens haben wir mal da hin. Weil wir haben jetzt keinen flüssigen Treibstoff. Was labere ich denn, wenn wir jetzt hier keinen flüssigen Tank dabei haben? Dann kann ja zum Beispiel hier das flüssige Wolfram auch nicht abgebaut werden, zum Beispiel. Das dürfte eigentlich einmal vollkommen klar sein. Die Frage ist sowieso, wenn das flüssig ist, ist es ja heiß, ne? Das würde ja bedeuten, es kommt dann später, da wo man das bei der Rakete rauslässt, ja ganz heiß raus, ne? Gas ist, was gibt's da? Methan. Und das radioaktiv, genau. Da würde ich ja auch mal gern hinfliegen, aber ich weiß nicht, ob die Rakete schaffen würde. Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Ändern. Wir gucken mal. Wie war das jetzt wieder? Wir können 20 Felder mit der Rakete fliegen, oder? Ich muss nochmal checken. Also hier sind es 6. Wir sind jetzt einmal geflogen, die Rakete war voll, 6 Felder sind abgezogen, 14 Felder ist der Rest, genau. Hier würden wir nicht hinkommen, ja. Normalerweise müsste dann auch. Ja, das ist schon. Der Pfad, also der Pfeil hier, da müsste ja dann schon irgendwie ausgegraut werden oder sonst so was. Hier kommen wir auch nicht mehr hin mit der Ladung. Aber ja, hier werden wir hinkommen, das ist aber. Uninteressant, hier würden wir auch hinkommen. Hier ist es gar nicht. Da hätten wir auch hinkommen. Hier wird man auch hinkommen. Gut, das ist aber ganz, ganz knapp auf Kante genäht dann. Da, ich will immer mal gucken, was ist denn das hier? Ah ne, das bringt uns gar nichts. Was ist denn das hier? Oxidiert Rost. Es gibt einfach nichts Interessantes. Und wenn, dann wird es mir nur interessant sein für den, ja, fürs Artefakt halt, ne? Weil ich will ja auch diese eine Achievement halt haben. Aber da könnte man doch auch mal, wie ist denn das? Kann ich die Artefakte, die da drin sind, auch einfach mit einer normalen Rakete, ohne dass ich da was abbaue, mitnehmen? Also ich müsste wahrscheinlich nur so ein Artefakt Dings dahin bauen. Gut, ich würde es mal riskieren, dahin zu fliegen tatsächlich. Halte, ne? Immer so mit dem Ziel hier, das ist so, da kommen immer so durcheinander, aber wird doch ein bisschen zu arg spitz auf knapp genäht hier auf der Kante. Wir tanken noch mal ein bisschen. Ach, hinter. Wen? Jetzt alle nicht so recht voll, ne? Würde genügen. So, jetzt schießen wir einen ab. Das wäre jetzt mal wieder das Beste, ne? 82. Mit dem Buckler hier.
da drin 170 Feuer. Ja. Ja, viel wird da jetzt nicht mehr fehlen. Na doch, das geht noch rein, was wir da haben. Die Rakete nicht wieder voll. Dann könnten wir auch zu dem anderen hinfliegen. Ja, ich habe gedacht, es würde vielleicht gar nicht mehr so viel sein hier. So. Ja. Der noch. Naja, da ist nicht viel drin. 1, 54. 3 Rio. Naja, ganz voll ist nicht worden. Aber immerhin fehlen so um die 350 hier. Gut, warte mal, hier ist es gefragt. Wie lade ich denn das aus? Tornadofelsen. Plopp, runtergeplumpst. Dann kann man ja das nächste abholen. Hat gedacht, er kann doch so schnell nicht die Ladung wieder aufbauen. Also machen wir nochmal eine Zieländerung. Hat 18 Felder können wir jetzt fliegen. Wir sind ja nicht ganz voll. 16 Felder brauchen wir. Ich möchte zu den schimmernden Feldern fliegen hier. Plus Rückflug. Also das müsste hinhauen. Das hat man, das lassen wir gleich mal hier. Moment mal. Da fehlt ein Raketenanzug und da fehlt ein Anzug. Da liefern ich noch mal einen Anzug, weil sonst kann einer das nicht ausziehen. Aber die laufen jetzt wieder mit dem Anzug in der Kolonie rum. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Ja, es müsste so eine Art Reichweite für die Dinger geben, dass die nicht durch die ganze Kolonie dann hier getragen werden könnten. Ne? Ja, oder das ist halt die Pflicht, wenn die nichts mehr damit fliegen müssen, dass die dann halt dann ausziehen. Ne? Das ist so eine Sache. So. Hierher. Das macht das Ding nämlich nicht automatisch. Wie mache ich denn das? Ja, da ist schon drin. Ja, dann analysier doch mal. Es ging jetzt schneller, wie ich da hinklicken konnte. Alles klar. Ja, dann können wir hier auch starten, würde ich sagen. Innenbesatz direkt ein. Ja gut, das ist halt noch nicht fertig, aber wenn ich jetzt keine Rücksicht drauf nehme. Warte mal, wie war denn das jetzt? Hat es das hier? Ne, das hat es nicht abgekühlt, okay. Also es hat zwar, das steht auf den Metallziegeln, aber das reicht wohl nicht aus, der Kontakt hier. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie heiß das hier wird. Gut, das wird jetzt verteilt, deswegen so ultra heiß hier. 300 und jetzt wird schon wieder kalt. Ja, dann wird man den Plan hier weiter sagen, was ich da machen wollte. Wartet mal einen Moment bitte. Ihr versteht mich gerade so ganz schlecht, aber das hängt da dran zusammen. Moment. So, jetzt müsste es besser sein. Jawohl. Ja, das Mikro hat sich gerade wieder runtergeklappt hier. Ja, da ist ein Gewinde und ich will das halt nicht zu ochse wie noch was hier. Sonst kriege ich es irgendwie nicht mehr auf, wenn ich es mal öffnen muss. Ne? Ohne, dass ich da was kaputt mache. Und das mache ich meistens so handfest so ein bisschen hin. Und das lockert sich halt dann ab und zu, auch wenn sich das jetzt erwärmt hier, wenn die Sonne so ein bisschen da drauf scheint. Dann wird ja das Gewinde ein bisschen ausgedehnt. Ja, vor allem wenn das eine silbrig ist und das andere schwarz lackiert, dann wird natürlich das, was schwarz lackiert ist, schneller warm wie das andere Metall da hier. Ne? Deswegen dehnt sich das dann halt mehr aus. So, jetzt was wollten wir machen?
Ah ja, genau. Klima. Wärmetauschplatten. Na gut, da wird man dann nur Aluminium, oder? Wobei, ich bin mir halt da nicht 100% sicher, ob die da nicht wegschmelzen. Wäre halt von der Leitfähigkeit wäre das natürlich das Beste, aber wir könnten auch was anderes nehmen. Diamant könnten wir halt noch nehmen. Das hält dann, glaube ich, die... Ja, komm, wir nehmen mal Diamant. Das ist aber auch schon unverschämt teuer, ne, was man da so braucht für... Das würde eigentlich eine Platte pro Gerät lang, oder? Machen wir jetzt aber mal direkte Verbindung. Ja gut, hier haben wir jetzt halt, weil wir da ein Loch haben. Ja, wir müssen uns mal schauen, ob sich das überträgt, ob sich das dann abkühlt. Oder, ja, es muss nicht durchgängig sein. Ansonsten baue ich hier noch eine Platte hin. Dasselbe Spielchen halt auch dann hier. Gut, wobei das sich dann darauf überträgt. Ja, wird man dann sehen. Weil wie gesagt, ich kann es euch mal zeigen. Das Radiatorrohr ist ja aus Aluminium. Ja, es hat einen Schmelzpunkt von 660 Grad. Das heißt, beim nächsten Raketenstart ist wahrscheinlich die Platte wieder kaputt, ne? Ja, und dann hast du was gekonnt. Na gut, das hat sich jetzt hier ziemlich... Ja, das hat sich jetzt schon ziemlich verteilt, hier die ganze Grad-Sachen hier. Okay. So. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Genau, hier sind wir schon soweit. Da habe ich schon mal Öl hingekippt. Warte mal, das müsste aber eigentlich auch reichen. Hier haben wir ja schon ein Vakuum, ne? Sonst hätte ich ja da noch eine zweite Flüssigkeit hinkippen müssen. Hier ist Vakuum, ja, das kontrolliere ich. Jetzt können wir das nämlich zerlegen hier. Stopp, warte mal. Ja, doch, ist richtig. Den hier zerlegen wir auch noch, den Ziegel. Und dann müssen wir nämlich hier rein. Ich meine, dass da wieder etwas Dampf verloren geht, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Zur Not können wir ja noch mal ein bisschen Wasser nachkippen hier. Ach, sehe gerade, mein Bildschirm ist hier an der Stelle dreckig. Es irritiert mich. Warte mal. Ach so, ja. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Oder? Ah doch, jetzt hat er den ausgezogen. Ne, Quatsch, nicht ausgezogen, sondern hat er den dann aus hier. Das Vakuum besteht noch. Vakuum, ja, Vakuum. So. Naja gut, jetzt ist hier das Wasser hergekommen, alles klar. So, allerdings, ja, ich mache jetzt mal den Ziegel noch nicht auf, weil der würde dann nämlich wieder mit zum Anzug kommen. Jetzt machen wir hier mal noch eine Leiter hin. So, die muss nicht durchgängig sein, die können wir unterbrechen hier. Ja, aber sonst kriege ich da Kohlendioxid rein. Das muss nicht sein. Das wird zwar dann auch unten sitzen, aber na gut, das wird den Dampf ein bisschen erhöhen. Aber wenn das dann zum Beispiel hier am Wasserkühler ist, dann haben wir da wieder ein bisschen so ein Wärmeübertragungsproblem. Und das muss ja nicht sein. So, Priorität 9 auf die. Und das hier noch bauen und... Hier noch. Und hier eigentlich auch noch. Ja, das ist halt kein neuer Spielstand, ne? Da ist halt doch, das dauert hier, bis die das also mal gebaut haben hier. Überlegt gerade, wir haben doch da eine Wasserleitung in der Nähe, ne?
könnten. Das ist aber auch wieder so ein Act hier. Wir könnten nämlich hier Wasser nachkippen. Gut, wir brauchen hier auch noch ein paar Leitern hier drin. Ja, nett, dass da wirklich einer auf die Idee kommt mit dem Anzug da. Ah, ein Anzug ist mal wieder da. Sonst muss ich die wirklich mal hier sperren, dass da keiner mehr einen nehmen kann dann hier. Da mache ich einfach den Zutritt zu dem Raum hier zu. Also sperrt die Tür einfach, ne, und dann können die nicht mehr anziehen. So, okay. Sehr schön. Aber es fehlt immer noch ein Schutzanzug hier. Irgendeiner hat da wieder einen geklaut. Oder ist er defekt gegangen? Das kann natürlich auch sein. Weil da muss ja immer einer da sein. Sonst kann der eine seinen ja nicht mehr zurückbringen hier. Seinen Raketenanzug. So, okay. Da hängt ja wieder einer. Okay. So, die Leiter ist fertig. Das heißt, ich kann hier... Warte mal, da sollte aber die Leiter auch schnellstmöglichst gebaut werden. Und dann sollte ich das unter Kontrolle halten, dass hier ja kein anderer hergeht mit seinem Anzug hier, mit seinem Raketenanzug. Ich traue den nämlich nicht hier. Es ist sehr schnell passiert, dass der dahin fliegt, zack, bums, und dann haben wir hier eben ein falsches Gas drin. Und dann kann ich das wieder... Ich meine, ich könnte es dann wieder rausdebacken, aber es muss ja nicht sein, ne? Ich meine, man kann es auch auf anderen Wegen machen, mit Pumpen dann wieder, aber es ist halt einfach blöd, wenn das passiert. So, und was macht ihr so? Ah, ich glaube, ihr habt die Diamantplatten. Ah, zumindest eine habt ihr schon mal gebaut, glaube ich, hier. Funktioniert er jetzt? Da steht sogar Werbeproduktion. Warte mal, hä? Oder habe ich hier vergessen, eine zu bauen? Warte mal. Ja, da habe ich vergessen, eine zu bauen, ja. Weil das Gerät vorhin auch schon kühler war. Oh, da habe ich... Ne, da habe ich jetzt eine Platte, ne? Ja, Diamant. Allerdings. Metallziegel, hä? Warum werden die jetzt kühler? Also irgendwie... Die Übertragung funktioniert nicht so, wie es soll. Warte mal, es kann sein, dass ich da noch Flüssigkeit hinkippen muss. Jetzt sehen wir sehr gut, die Platte wird wärmer, aber die wird jetzt hier von, ich glaube vom Metallziegel her wärmer. Also wir machen das mal idiotensicher. Na, hallo? Bauen wir hier komplett hier Wärmeleitplatten hin. Warte mal, warum habe ich eigentlich hier... Warum habe ich eigentlich hier noch die Gitterziegel? Brauchen wir die noch? Ich glaube nämlich eigentlich nicht, ne? Das war glaube ich noch alt. Ne, die können wir überbauen. Baue die wieder zu. So. Und dann können wir da nämlich auch das andere wieder umbauen, das Radiatorrohr hier da unten durchführen. Mal, fehlt da was vom Rohr? Warum sind denn da Lücken hier? Ich glaube, ich spinne. Ach so, ja, und da ist es isoliert. Ne, das ist natürlich auch nicht so toll. Also,
Irgendwie hat es da ein paar Aufträge nicht angenommen. So. Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. So, mal gucken, ob schon passiert ist. Ne, das ist noch Dampf. Was ist denn hier los? Warum ist denn das hier dunkel? Und das andere ist hell? Hm. Merkwürdig. Also es ist noch nichts passiert, dass hier was aus Versehen hier irgendwie vergast worden ist. Ah, jetzt sind sie wieder alle unterwegs, die Anzüge. Ja, eigentlich braucht jetzt die Anzüge nicht mehr. So, gut, da wird jetzt Aluminium gebracht, ja. Ach so, ja, für die Brücke, ja, ja, doch, das passt. Ich habe mich gerade gewundert. So, und dann können wir doch eigentlich auch mal hergehen. Den Kreislauf befüllen. Ja, das machen wir jetzt. Das sieht da ein bisschen komisch aus, aber ich mache das so. Mit der Brücke hier in den Kreislauf rein. So, und hier sind wir auch bereit. Okay. Das ist abgeflossen. Dann kann ich das hier nämlich fertig bauen. So. Schön. Jetzt kommt hier doch jemand mit dem Anzug. Ja, genau das möchte ich nicht. Du gehst mal schön hier zur Station zurück. Weil sonst fliegst du da noch aus Versehen mit dem Anzug rum. Das soll nicht passieren. Brauchst hier keinen Anzug. Ja, genau, geh so hin. Ja, darum sage ich ja, ich muss da jetzt dabei bleiben. Auch wenn er, ja gut, wenn er da oben dann stehen geblieben ist, wäre es nichts passiert. Aber sobald er halt wirklich dann da fliegt mit, dann wäre es passiert, ne? Dann hätten wir hier CO2 drin. So, kann ich euch noch irgendwas Gutes tun? Na gut, ich mache hier mal einen neuen. Irgendwer hat jetzt sowieso Aluminium reinfallen lassen. War wahrscheinlich wieder Pause. Und wenn die Pauseglocke hören, dann sind die Duplikanten ja auch immer ganz schnell, ne? Ja, sind immer sehr schnell unterwegs. Warte mal. Das Rohr ist ja schon gebaut. Das können wir abbrechen. Das ist auch so ein Sach. Das wird halt dann ausgetauscht. Aber man kann das ja dann lassen, wenn das eh schon gebaut ist. Dann braucht es ja nicht eher ersetzt werden. Das ist ja Quark. Okay, da wird die Brücke hier versorgt. Ja, wir sind doch hier noch nicht fertig, Leute. Ihr solltet es jetzt einmal. Was macht ihr den ganzen Tag? Apropos, wir könnten mal nach einem Ersatz gucken. Buffeteier. Hm. Hätte ich ja genommen. So, jetzt gucke ich mal. Hm. Super schweres Graben hat sie schon. Athletik. Kann ich kochen? Ja, gut, bodenloser Magen. Ist eigentlich bei uns wurscht. Aber naja, gut, wenn es die im Weltall unterwegs sind. Hm, ja, es geht schon. Also ich denke, dass man Bubbles, aber ab bis Bubbles immer so weit ist, dauert eine ganze Weile. Was haben wir sonst noch? Bedienung, Viehzucht, Graben. Naja, das ist mehr so ein Allrounder. Frühaufsteher, ungeübter Künstler ist mir wurscht. Hm, Hassan könnten wir auch nehmen. Warte mal. Das wäre doch jetzt zufällig dann hier, oder? Dass das wieder ein neuer Hassan ist. War doch klar Hassan, der erstickt ist. Oder nee, nicht erstickt, verhungert ist. Hm, würde ich fast. Ich würde es halt fast lieber nehmen, ne? Was ist denn der Unterschied? Graben? Ein Moralpunkt beim Erlernen der Fähigkeit Graben. Gut, und der hat schon. Er hat die schon.
Ah, wir nehmen Bubbles. Komm, wir nehmen Bubbles. Weiß ich nicht, ob wir schon eine Bubbles haben. Ja, komm. Drucken. So, Fertigkeiten. Ein Punkt haben wir ja frei. Bubbles ist ja ausgewählt, zufälligerweise, ne? Ja. Gut, dann wird man natürlich auch hier. Wäre halt sinnvoll, hier hinzugehen erstmal. Aber ich kann dir schon mal den Hut geben, dass ich dann so ungefähr mal die Richtung habe. Ich werde tatsächlich erstmal hier hingehen. Hier erstmal Versorgung und so weiter. Das machen und Schutzanzug tragen. Ihr kennt es ja, ne? So. Ja, da direkt am Drucker kann sie sich gleich hier einen Hut abholen. So, okay, dann wird es auch geschafft. Wir waren eh schon lange nicht mehr am Drucker. Jetzt habe ich hier wieder nicht aufpassen können, da jemand reingeflogen ist. Nee. Aber, Lindsay, was machst du? Ah, nee, du hast hier vorzubauen wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ich guck da ja natürlich ganz genau, dass da nichts schief geht. Nennt man Bauaufsicht. So, da oben die Brücke ist schon gemacht, aber wir haben ja noch keinen. Nein. Lindsay. Verweigert. Ah, gut, es ist nichts passiert, aber. Ja, ja, das, und die nächste, Marie. Oder? Nee, du willst auch hier oben was machen. Nö, jetzt willst du da reinfliegen. Nee, nee. Hierher. Ja, hier ist es zwar warm, aber na gut, es ist ja nicht viel Gas drin, dass da was passieren kann. Ah, Lindsay schon wieder hier. Hi, 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 hi. Es ist ja gar nicht mal so einfach, hier aufzupassen. Aber ja, gut, jetzt sind wir dann eh. Jetzt sind sie innen drin, glaube ich, eh fertig. Warte mal, hier ist das Magmatit hier. Das wird wahrscheinlich eh nicht mehr. Dass das noch da ist, ist eh ein Wunder. Ja, gut, da wundert mich eigentlich auch nichts. Wir haben das die ganze Zeit so ein bisschen an die Tiere verfüttert, das Magmatit. Jetzt haben wir 6,5 Tonnen übrig. So, und wir sind hier drin fertig, ne? Dann können wir hier wieder zubauen. Ein gutes bisschen Dampf, das müssen wir abschreiben jetzt hier. Und jetzt gucke ich nochmal hier mit die Möglichkeit, dass wir hier Wasser nachfüllen können. Es ist möglich. Ach, da habe ich sogar noch eine Brücke, damit es möglich wäre. Ah ja, okay. Da brauchen wir hier bloß anschließen. Ja, ich habe mir das schon mal offen gelassen hier tatsächlich. Nach Autosave. Gehst du mal weg? Brauch dich nicht. Ja, dann füllen wir hier mal wieder ein bisschen auf. So, jawohl, da kommt das erste Petroleum auch in den Kreislauf rein. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich da nicht zu viel Wasser reinfülle. Mein gut, hier ist es sowieso nicht so schlimm. Weil hier ist kein Vulkan, der auf Überlast gehen kann dann. Na gut, jetzt können wir es eh nicht mehr sehen. Jetzt wird es erstmal hier. Ja. Der Dampf wird jetzt eh erstmal Wasser wieder. Haben wir jetzt hier an Wasser. Okay, da können wir es. Wenn die unteren Felder voll sind mit Wasser hier, dann reicht es, glaube ich, auch. Ja, das ist genügend. Ja. Ja, schön, wenn man hier noch eine Möglichkeit hat, ja, nachzujustieren. Ne? Die Brücke habe ich gar nicht gesehen vorhin, aber ja. So, jawohl, jetzt haben wir fast. Ja, 5000 Wasser drin pro ne, nicht pro Feld, 1000 pro Feld, aber 5000 insgesamt, genau. So, dann können wir ja
Das hier wieder zerlegen. Dampf, Dampf, ja. Und den Rest hier wieder aufwischen. Ja, ich weiß noch, vorher war das ja dann hier die Strahlenkammer. Und damit die Dinger nicht überhitzen, habe ich dann ja da immer gedacht, ich könnte das mit Dampf praktisch abkühlen. Aber es hat nie so richtig funktioniert, die ganze Sache hier. So, jetzt müssen wir mal schauen. Warte mal, wo ist denn das Problem? Aber wir haben hier eine Richtung vorgegeben. Ja, ja, das ist schon okay. Aber es läuft noch nicht weiter hier. Geht hier durch, so rum, da lang. Dann la 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 la. Hier noch eine Unterbrechung. Ah ja, hier ist noch eine Unterbrechung. Drum kann das noch nicht voll gefüllt werden hier. So, Priorität. Ich wollte eigentlich die Folge nicht mit dem hier verbringen, aber ja, es ist leider wieder so. Gut, Sternenkarte. Jetzt gucken wir mal auf die Sternenkarte wieder. Der ist noch unterwegs. Wie lange braucht er denn? 2,4 Zyklen. So, wir gehen auf Skorchona. Hat das jetzt geklappt mit dem? Nee, hat nicht geklappt. Nee, doch, oder? Hä? Inhalt nichts. Doch, hat geklappt. Wie viel sind da jetzt drin? 180 Kilo, das ist ja gar nichts. Das ist ja eigentlich lächerlich. Ja gut, wir können halt hier nichts. Wir können hier nichts abgraben, das ist das Problem. Warum geht das eigentlich nicht? Ach, Stahl gibt es zu wenig. Ah ja, okay. Na gut, da wird ja noch Stahl liegen, ne? Aber 400 Kilo dafür jetzt den Duplikanten hier wieder in die Gefahr zu setzen. Wir könnten hier noch Stahl abbauen. Doch, das könnten wir, aber der würde. Der würde halt da unten runterfliegen. Warte mal. Oh Mann, Leute. Das wollte ich gar nicht. Ich krieg mir hier wieder gerade was zurecht, ne? So. Das bauen wir hier hin, damit der Stahl nicht herunterplumpst in die Magma. Es kann aber trotzdem passieren, dass der jetzt, Mist. Na, das ist ärgerlich. Jetzt ist es tatsächlich doch dahin geflogen. Ah, Mann. Blöd. Warte mal. Dampf. Oh, Mikrogramm. Ach so, oh. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber es scheint ihm nichts auszumachen. Es ist nicht so viel, dass er ja dann Hitzschlag kriegt. Ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Ja, das ist jetzt hier gelandet. Ja, schön, aber blöd. Der Rest den haben wir einfach jetzt hier verschleudert. Tja, wenn ich halt jetzt eine Möglichkeit gehabt hätte, das Magma hier zu pumpen, dann hätte ich das hier mit integrieren können, dass da immer wieder ein bisschen reinträufelt. Und dann zum Beispiel da Magmatit zum Beispiel gewonnen wird, ne? Aber ja gut, der Zug ist sozusagen abgefahren. Weil ich jetzt im Moment nichts habe, wo er eben das pumpen kann. Zumindest ich wüsste es halt nicht, ne? Ja, man macht das normal immer so, dass man so ein Magmabecken baut. Und da gibt es so einen Trick, dass wenn das fest wird, dass das dann hier sozusagen in die Dampfkammer reinfällt. Aber das habt ihr auch schon bei mir gesehen. Ich glaube, das war in der alten, also es war in einem alten Let's Play. Ja, hier haben wir das nicht gemacht. Nee, aber... Ah, toll, ja, du bist ein Held. Ja, das ist weg.
Aber irgendwas wie Pause oder was der Geier was und ja, nee, ich schmeiß das jetzt da runter. Das hast du super gemacht, ey. Ich sag wirklich, ja. Naja, das ist abzuschreiben, das Material. Naja, gut, wir werden den Arzt auch zurückfliegen lassen hier. So, warte mal, Ziel. Das ist so umständlich hier, den Raketen steuern hier, ne? Also ich finde es umständlich. Heieiei. Reden will auch gelernt sein. Wenn man da über seine Stimme, genau, über seine Zunge stolpert. Da zurückfliegen. Nein, das hier. Ah ne, das ist ein Hintergrund, okay. Startest du jetzt oder wie schaut's aus? Ah ja. Steht wieder neuer Dampf. Ja, ja gut. Ja, der sickert jetzt hier wieder ein bisschen rein, aber das sollte uns jetzt nicht so das Problem werden. Ja, wir fliegen jetzt einfach erstmal wieder zurück. So, Soylina. Ja, dann können wir doch die Rakete wieder starten lassen, oder? Dann lassen wir die wieder rüber. Die Crew ist ja erfahren da drüben schon. Und da brauche ich auch nichts verändern hier vom Essen her. Das habe ich nämlich noch gar nicht verändert. So, ja, die hat genug Sprit. 5 braucht sie und dann wieder 5 zurück. Das passt. So, Startsequenz beginnen. Ja. Gut, Essen ist vorhanden, jawohl. Macht nicht so komisch. Hä? Was ist denn das? Irgendwas buggt da, oder? Naja gut, das soll uns jetzt nicht lang interessieren. So, jetzt heizen wir natürlich hier die Felder weiter auf. Ja, und das hier... Ah doch, das ist kühler geworden hier tatsächlich ein bisschen. Ja, das wird uns gleich in die Ohren fliegen, der Ladeanschluss. Ja, wir müssen hier eine Flüssigkeit hinkippen. Das hilft alles nichts. Ja, bloß das Problem. Was für eine Flüssigkeit? Hitzeschaden. Ah, das ist. Ah! Da ist jetzt das Petroleum im Rohr. Ah, verdammt. Das war dann zu heiß. Ja, gut, es war vielleicht auch ein Fehler, das jetzt auf Stahl zu bauen. Hm. Aber isolierte Ziegel kann ich ja mit dem Rohr innen drin nicht abkühlen, oder? Das macht keinen Sinn. Das gibt ja keine Wärme ab. Ja, vielleicht muss ich das nochmal überdenken, dass ich da anstatt Stahl andere Ziegel verwende. Wir haben sowieso ein Problem. Das läuft nicht mehr. Ja, jetzt haben wir nicht zu viel Petroleum drin. So, dann bauen wir die Brücke hier weg. Jetzt ist mal ein Stückle hier raus klempnern, damit es wieder läuft. Mal hier mal her. So, dann können wir hier weiter zerlegen. Ja, das war wahrscheinlich auch das Problem, weil halt es nicht durchläuft. Das ist, aber wenn wir da mal dann eine gewisse Temperatur drin haben, dann sollte. Ja, ich weiß es noch nicht. Ob es nicht, ob es nochmal überhitzt dann. Man muss es beobachten. Das langt, glaube ich, schon.
noch da? Müsste doch jetzt laufen. Warum läuft denn das nicht? Ach. Ja, da ist jetzt komplett das Rohr durchgeschmolzen. Okay. Jetzt müssen wir es aus Wolfram bauen. Das hat eine höhere Schmelztemperatur, hat dann auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Gut, da könnten wir jetzt natürlich auch hier in dem Fall hier das Thermium verwenden. Ne? Das würde auch gehen. Na, wir bauen jetzt hier mal aus Wolfram. Alles so Sachen. Wenn man sich da was Neues überlegt, hier wird es natürlich dann wahrscheinlich selber passieren. Und hier genauso. Machen wir hier auch ein paar Segmente aus Wolfram. Ach so, ja, nee, das wäre dann auf jeden Fall hier gegangen. Leute. Warte mal, die Brücke kann erstmal bleiben. Das konnte bloß nicht sich weiter eiern hier, weil es hier geschmolzen war. Okay. Und hier ist noch was defekt. So, da müssen wir mal einen neuen draus machen. Oh. Ja, das schießt ja hier noch in die Richtung. Aber da kann eigentlich jetzt eh nicht mehr viel passieren. Im Moment ist bloß die Petroleumrakete da. Mit der müssen wir uns auch mal was überlegen. Was hat denn die für eine Reichweite? 20 Felder, gut wie die Atomrakete. Naja gut, auch da können wir eigentlich auch nicht viel mehr mit anfangen. Der Rakete. Weil wir halt da gebunden sind wegen dem Oxidizer und dem Petroleum. Ne? Das ist. Ja, das ist einfach nichts. Könnte man eigentlich noch eine Rakete bauen, also. Wir könnten das umbauen, wenn ich hier das Triebwerk einfach austausche und das dann gegen einen Wasserstoffantrieb austausche. Und wenn die Lasthöhe ist das gleiche. Ja, nee, dann. Na doch, die würde weiterkommen. Ja, ja, doch, das würde funktionieren. Und der Tank würde wegfallen, der Feststoffoxidator-Tank. Heieiei. Und dann brauchen wir nämlich da kein Oxylit auch mehr. Da war was drin. Oder Dünger. Dünger kann man ja auch benutzen, aber Dünger schwächer. Das wäre jetzt die Frage. Kann ich das Triebwerk umrüsten? Höhelimit erreicht oder überschritten. Na gut, da ist auch mit den Leitern hier ein Problem. Weil hier die Leiter so komisch ist, ne? Na, die können wir aber umbauen, das ist kein Problem. Hier mal eine neue Leiter hin. Und die Leitern hier, die würde ich dann zerlegen. Ich hoffe, dass ich dann das Triebwerk nämlich austauschen kann. Es könnte nämlich sein, dass sich jetzt auch deswegen den Leitern hier stört. Oder ich muss jetzt komplett zerlegen erstmal und dann ein neues hinbauen. Das wäre halt schön, wenn man es eins in eins hier einfach austauschen kann. Da muss man nur die Tanks hier anders befüllen. Also
kann das ja jetzt hier nicht loswerden. Ich muss den einmal zerlegen dann jeweils. Und ja. Dann fällt es nämlich raus, das Material. Ah, okay. Es ist immer noch ein Anzug irgendwo unterwegs in der Kolonie. Jetzt wird man es gleich sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Weil das ist auch kein Beinbruch, wenn wir das Triebwerk halt dann zerlegen müssen. Und dann wird man da einfach die Leitungen hier austauschen und ja. Das heißt ja, wir müssen dann hergehen. Hier ist die Leitung, die geht dann hier noch lang und dann geht es erst hier rüber. Ja, kriegen wir alles gebacken. Dann brauchen wir auch kein Petroleum mehr. Weil, wie gesagt, die bringt mir so auch nichts. Dann ist die genauso wie eine Atomrakete. Die fliegt genauso weit, aber wir haben dasselbe Problem, dass wir dann nicht wirklich was mitnehmen können. Und bei der Wasserstoffrakete kann ich durchaus noch ein bisschen was mitnehmen. Oder ich mache halt dann das so, dass wir da sagen, naja, wir bauen nur einen Wasserstofftank rein. Und dann können wir da noch variieren, wenn wir da sagen, wir wollen nicht bis in die Grenzen vom Gebiet fliegen. Ah, jetzt sind wir soweit. So, Modul tauschen. Ah, jetzt. Na gut, vielleicht habe ich auch vorhin das falsche Ding angedrückt gehabt. Jetzt geht's austauschen. Okay, perfekt. So, der große Flüssigkeitstank, der muss. Warte mal, kann ich das Spiel jetzt hier ein bisschen austricksen? Kann ich jetzt einfach nochmal denselben Tank wählen? Nee, das ist ja schon da. Also gut, dann müssen wir das zerlegen und hier zerlegen. Die Leitung. Den Petroleum klemmen wir dann ab. Die klemmen wir mal hier unten schon mal ab. Und dann muss die natürlich leer geklemmt werden. Gut, das machen wir einfach mal so. Ja, die Leitung hier, ich weiß gar nicht, was die ist, ob die schon aus Keramik ist. Der ist jetzt wieder zerlegt. Und jetzt machen wir hier wieder einen großen Treibstofftank rein. Wie ist er denn? Hier. Flüssig. Ach so, weil. Na, weil das Triebwerk noch nicht gebaut ist. Ach so. Das ist natürlich. Ja, gut, das ist ein Argument. Erlegen. Da haben wir hier mal eine 9 drauf, dass das hier ein bisschen schneller passiert. So, jetzt gucken wir mal. Dolchoner Pflanzen, da gibt es doch gar keine. Hier ist noch niemand angekommen, okay. Aber da müssen wir uns jetzt einmal überlegen, dass wir Glas rüber schicken und Stahl nochmal. So, richtiges Gerät auswählen. Hier. Oh. Das ist aber unpassend, dass die Rakete gerade jetzt ankommt hier.
Ja, da kriegst du jetzt Verbrühung. Ja, das war jetzt wirklich blöd. Konnte ja auch keiner ahnen, dass die jetzt hier ankommt, ne? Ah, hier ist schon wieder was kaputt gegangen. Hm, ist. So, warte mal. Wo ist ein Glas? Ist ein hergestelltes Material oder so? Ja, Glas. Da ist hier schon wieder was defekt. Da ist jetzt auch wieder was geschmolzen. Ach, du Heiliger. Ja, also das mit dem Aluminium hier ist schön und gut. Das sollte man als Wolfram bauen. Mist. Ja. Da ist komplett jetzt Aluminium verschwendet worden. Ärgerlich, aber ja, gut, man experimentiert da, ne? So, du bist jetzt die Dingsbums. Ja, okay. Der hätte aber auch hier landen können, oder da. Ja, das ist ja gar nicht, Wasserstoff 1, Wasserstoff 2. Okay, passt. Ja, wollte ich nochmal abklären. Jetzt haben wir das schon 300 Grad in den Ziegeln, alles klar. So, aber da hat es geklappt. Der Anschluss hier hat sich abgekühlt. Ja, wir haben jetzt doch keine Flüssigkeit hin, aber das hat sich jetzt abgekühlt. Okay, dann hat es anscheinend ja der Wärmeschluss dann doch geklappt am Ende, ne? Ja, das mit der Rohrleitung, das müssen wir noch in den Griff kriegen. Das müssen wir noch in den Griff kriegen. So, warte mal. Die Petroleumleitung ist wird leer geklempnet. Jawohl. Dann können wir die ja eigentlich zerlegen hier. Die brauchen wir ja nicht mehr. So, warte mal. Das können wir eigentlich hier so lassen. Da verlegen wir, wie gesagt, ganz einfach die Dings hier halt ein bisschen anders da hier. Ja, hier ist das Ende, deswegen ist es hier so komisch. Früher habe ich das ja immer mit Zurückleitungen gemacht, ne? So, und der große Feststoffoxidator-Tank, der wird ausgewechselt gegen den Flüssigoxidator-Tank. Neun bauen. So, ja, da wird er zufällig gleich verworfen, der alte Tank. Ja, das andere ging halt leider so nicht, ne? So, und jetzt brauchen wir hier neue Tanks. Und zwar Flüssigtreibstofftank bauen. Überlege jetzt nur gerade, baue ich zwei Tanks rein jetzt oder mache ich daraus so eine Art Mittelstreckenrakete. Weil die fliegt, wenn sie voll ist, wie war das, 32 Felder, ne? Und wenn ich dann einer weniger mache, weil, warte mal, können wir hier? Ich will mal was testen. Kann ich die Spitze austauschen? Bohrkegel? Ne, der Bohrkegel hat 4, ne? Ach da, ja gut, das können wir hier austesten. Was brauchen wir noch? Ja gut, das haben wir schon drin, die Batterie und so weiter. Ich baue hier mal einen Bohrkegel drauf.
Und da muss ja da sozusagen ein Frachtcontainer rein. Und da müssen wir den Flüssigoxidator-Tank dann nur halb voll machen. Weil wir nur einen Gastank hier haben, ne? Gastank, sage ich schon, das ist falsch. So, warte mal. Der Anschluss hier. Na, der ist eigentlich schon korrekt. Warum ist denn da eigentlich ein zweiter hier? Ah, das scheint wohl. Naja, gut. Ich könnte den Tank auch an die Stelle schieben. Ne, wir zerlegen das jetzt einfach mal hier. Ne, wobei, das nehmen wir dann als Sauerstoffleitung hier. Was? Falsch. Brauche ich wieder Keramik. Brauchen da den besten Schutz, wo geht. So. Zack. Und hier lang. Das schneiden wir ab. Nee, stopp. Fehler. Das so, genau. Das muss ja hier ran. Sauerstoffleitung. Und das geht dann hier hoch, die andere Leitung. Ah, das, da wird schon nichts passieren, dass sich das aufheizt hier drin. Ah, hoppala, da ist das ja jetzt im Weg. Ich will ja jetzt halt keine großartige Endung machen. So. Dann machen wir mal eine Scherle hier. Das schneiden wir weg. Dann brauchen wir hier mal eine Brücke. Da eine. Und da eine. So, hier brauchen wir auch noch eine Brücke. Ja gut, die geht jetzt einfach mal. Oder warte mal. Ne, die geht halt einmal hier rüber. Das ist jetzt wurscht. Das muss dann nämlich hier ran. Ja, okay, das wird hier doch eine umfangreichere Änderung, wie ich dachte. Wir machen hier eine neue Verbindung hier lang. Das jetzt zerlegen wir. Und hier brauchen wir dann wieder eine Brücke. Das zerlegen wir auch. Das jetzt zerlegen wir. So, dann machen wir das hier. So. Ja, weil das war jetzt hier das von hier oben rüber, ne? Jetzt müssen wir halt, wenn wir da schon oben sind, da halt anders verfahren. So, und beim Sauerstoff. Das wird eigentlich hier bloß eine marginale Änderung. Stopp. Das soll hier nämlich einmal durchlaufen und
Hier können wir es eigentlich so machen, den Rest da oben können wir tilgen. Das weg. Und die Leitung, wo hier lang läuft, die kommt auch weg. So, dann haben wir das nicht wieder so. Ja, so sollte das Ganze dann funktionieren. Jetzt hat er doch hier... Hat er hier doch die Leitung hier zerlegt zu viel. Ja, das ist nämlich manchmal... Darum mache ich das ungern. Na, die Wasserleitung soll wieder kommen hier. Die braucht man wieder. Das war ein kleiner Fehler. So. Okay. Okay, das läuft auf jeden Fall perfekt. Ohne jetzt was rauszunehmen aus dem Ding hier. Die Rohrbrücke zerlegen wir. Ja, und dann hoffen wir mal so langsam, dass das sich hier dann reguliert. Momentan. Ja, das Problem ist jetzt einfach, weil wir jetzt hier... Ach, das ist jetzt blöd. Weil wir jetzt hier keinen Dampf im Moment haben, ne? Kann sich jetzt hier nicht... das überträgt hier gerade nicht die Wärmeleitplatte hier. Das ist blöd. Hier haben wir immer noch Kohlendioxid. Oh Mann. Naja, gut, das wird... Aber das hier erzeugt doch mal irgendwann wieder Wärme, oder? Oder jetzt auch nicht mehr so heftig wie am Anfang. Alles ein bisschen ärgerlich jetzt hier mittlerweile. Wird hier geliefert Kohlendioxid? Ach so, ja, das wird entleert. Ja, dann ist es in Ordnung. Jetzt lass mich nochmal hämmen. Ach so, ja, naja, das ist jetzt wurscht, wo jetzt der Tank ist, ne? Ich ändere das jetzt nicht nochmal. Gut, das wäre jetzt überhaupt kein Thema. Wenn wir einen zweiten Tank reinbauen, dann würde der halt hier unten sein. Das würde aber auch nichts machen, ja. Dann wird man das Ding nämlich nach oben schieben, ganz nach oben, ziemlich weit nach oben. Ja, okay. Gut, Leute, jetzt habe ich schon wieder, oh Gott, eine Stunde aufgenommen. War eigentlich gar nicht geplant. Naja, gut, dann schließen wir hier für heute. Ja, habt ihr eigentlich mal beobachtet, ob wir wieder eine Überlastung beim Stromnetz hatten? Also ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst. Ja, aber egal. Ich sage jetzt erstmal hier, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Ciao, euer Lego.